Guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Joshua Wesley und heute geht es um Lobpreisleitung, wenn man müde ist. Lobpreisleitung, wenn man müde ist. Viele Gottesdienste sind morgens und viele Lobpreisleiter müssen sonntags vor 6 Uhr aufstehen und der Körper sagt, das ist zu früh. Besonders, wenn auch ein Gottesdienst am Samstagabend war und dieser bis spätabends ging. Hier die Top-Tipps, was du machen kannst, wenn du Lobpreis machen musst, wenn du müde bist. Erstens, Kaffee. Das meistgetrunkene Getränk der Welt ist Kaffee und es wirkt. Trinkt aber genug Wasser, sonst geht der Kaffee nach hinten los. Kaffee und Zucker ist nicht gut für deine Stimme. Zweitens, Essen. Gib deinem Körper Nahrung, sonst fällt es dir noch schwerer, richtig durchzustarten. Drittens, Umgebung. Umgebe dich mit Menschen, die Energie haben. Der größte Fehler ist es, im Backstage oder in der Lobby auf der Couch zu sitzen. Geh zu den Menschen, die schon sonntags morgens um 7 Uhr top drauf sind. Viertens, Gott wirkt im Schlaf. Du solltest jetzt nicht auf der Bühne einschlafen, aber Gott wirkt am meisten, wenn du physisch nicht mehr kannst. Und wenn du komplett am Ende bist, dann fängt Gott an, durch dich zu sprechen. Fünftens, lächeln. Der Körper sendet Glückshormone aus, wenn du lächelst. Und das macht dich automatisch motivierter und fitter. Wenn du dich ganz unfähig fühlst zu lächeln, dann beiß auf einen Stift, so. Halte das ein paar Sekunden und so trickst du deinen Körper aus und dein Körper sendet Glückshormone. Sechstens, Stimme. Morgens ist die Stimme immer sehr kalt. Und man erreicht wenige Töne. Deshalb singt euch ein. Macht eure Stimme warm. Wechselt eure Solos ab. Besonders wenn ihr mehrere Gottesdienste morgens habt, dann achtet darauf, dass nicht immer der gleiche die ganzen Solos singen muss. Siebtens, Fitness. Halte dich fit. Geh genug joggen und esse genug die ganze Woche über. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du vielleicht jetzt am nächsten Sonntagmorgen ein bisschen besser drauf bist und ein bisschen besser deinen Lobpreis spielen kannst, dann schreib uns gerne nächste Woche eine E-Mail, das würde uns sehr interessieren. Wir wünschen euch ganz viel Segen für eure Arbeit.